Doofe Kuh. Schön, 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 schön. Boah, bald sind wir auch verheiratet, geil. Oder machen wir ein Kind? Ja. Die Begeisterung. Ja. Warum sortiert keiner Kisten? Warum kommt keiner vorbei und sortiert Kisten für mich? Warum macht ihr das nicht? Kommt vorbei. Vor allem, ich habe hier noch zwei leere Kisten stehen. Ich weiß, dass hier noch zwei leere Kisten sind. Ich weiß das. Ich bin halt nur... Jetzt ist alles durcheinander und... Ist egal. Soll er lachsen? Ist egal. Wer hat meine Tiere nicht gefüttert? Wer hat meine Tiere... Habe ich kein Futter mehr im Futter... Habe ich kein Futter mehr im Futterbehälter? Müsste jetzt ja wieder Futter drin sein gleich. Ich habe jetzt alles immer zu Heuballen versafft. Kann ich Heuballen reinmachen? Nee, oder? Das wäre Quatsch. Wäre das Quatsch? Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass wir noch den Käse verdicken können. Übrigens muss ich auch nochmal mit jedem aus den anderen Clans handeln. Also ich muss denen wirklich irgendetwas abkaufen. Wenn ich das richtig verstanden habe. Wenn ich das nicht sogar schon gemacht habe. Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt weiß ich es nicht, ob ich das schon gemacht habe. Habe ich alle Säfte rausgenommen? Ja, mach einfach, mir egal. Mach einfach. Mach einfach geforscht. So, ab ins Bett mit uns. Sobald die erste Ernte durch ist, machen wir das Teff. Teff, 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 teff. Die Spinne ignoriere ich, damit ihr auch weiß, was sie getan hat. Die war nämlich böse. Die spinnt nämlich nur rum. 8000 gemacht, meine Fresse. Kommt richtig Kohle durch, wa? 8000 ist nicht schlecht. Ich wollte gerade sagen, irgendwas fertig, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das ist noch alles ein bisschen zu früh dafür, dass wir sagen können, irgendwas fertig. Ja, es ist schön mit dem Wasser. Das ist so schön. Ich finde das so schön. Okay, alle Bäume blühen. So, heute wollen wir scheinbar was mit Mana unternehmen. Sollen wir gleich mal als allererstes hingehen? Eigentlich schon, oder? Habe ich hier viele Tiere drinne. Was bist du überhaupt für ein Tier? Ach, du bist... Hä? Glaube ich dich nicht. Ziehen wir es durch. Ziehen wir es durch. Damit unsere Tiere Essen haben, mache ich das natürlich hier.
Wir haben es gleich geschafft. Wir haben es gleich geschafft. Unsere Ausdauer sollte dafür hoffentlich ausreichen. Und dann war es das hier mit Grünzeug und sonstigen Schrottel und Rottelunrat hier. Der gute alte Schrottel-Rottel-Umrat. Gerade ein Stein in der Hand. Ist das ein? Nö. Geschafft. Eigentlich das ganze Werkzeug, was wir so in der Leiste haben, brauchen wir auch alles gar nicht mehr. Wir brauchen weder die Scherding, noch die Milchkanne, noch sonst irgendetwas. Noch den Eimer. Das brauchen wir alles gar nicht mehr. Das ist gar nicht mehr unser Metier. Das ist alles so hart automatisiert. Was ich sehr schön finde. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Das Feld ist frei. Wir haben es geschafft. Geil. Und jetzt gibt es einen Sturm und alles ist wieder voll. Da habe ich keinen Bock mehr. Dann scheiß auf das untere Feld. Jetzt beginnt erst der richtige Spaß. Jetzt beginnt erst der richtige Spaß. Hopp bei die und hopp bei da. Alter, wir haben es geschafft. Das blöde Feld ist frei. Alter, geil. Geil. So, ich würde gerne so ein Ding trotzdem noch bauen. Kupfer und Zinn. Ich hoffe, ich habe genügend. Damit wir es da haben. So, die 83 packe ich aber jetzt in die Futterbox. Damit wir genügend Futterbox haben. Alter, wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft. Oh. So, und dann wird hier oben halt irgendwann alles abgerissen, wenn es irgendwann soweit ist. Dann wird das umgestellt. Ich weiß noch nicht, wohin. Ups, so rum. Und dann kommt hier ein Stall hin, da ein Stall hin, es wird eingezäunt und dann haben wir Tiere. Vielleicht kommt noch ein Stall hin und nochmal mehr Tiere und dann ist alles voller Tiere oder... Das weiß ich noch nicht, das muss ich dann sehen. Zinn haben wir 43, okay, 34, Entschuldigung. So, Hörner brauche ich jetzt ja gar nicht mehr sammeln. Teff müsstest du haben, ne? Weil wissen wir irgendwas über Teff? Nix. Nur, dass es da ist. Wir wollten was mit Mana unternehmen. Mana. Mana. Okay, Mana ist oben. Ich glaube, hier oben irgendwo, oder? Lass uns mal ganz kurz müde machen. Da oben, ne? Ja, ein bisschen nach rechts. Damit unsere Tiere noch ein bisschen Essen haben. Das wird doch wichtig. Mana. Was?
habe mir gerade gedacht, wir können heute Abend doch zusammen Zeit verbringen. Sprich mich an, wenn es dunkel ist. Die mag mich aber auch bei hellen echt nicht sehen, die Alte. Ehrlich, das kann sie gar nicht leiden. So. Wir sind müde. Dafür haben wir nochmal 56 Pflanzenfasern für unsere Tiere zum Essen, weil das ist ja scheinbar tatsächlich ausgegangen und deswegen müssen wir ja auch, ne? Ein bisschen gucken. So, jetzt haben wir wieder 200. Das ist gut. So, wir haben Baumfrüchte. Wir können kochen. Dann können wir das auch gleich verknatzen. Aber mich würde auch noch mal ganz kurz interessieren, ob Kroll noch unseren Schuppen erweitern will. Wenn Kroll dann mit mir... Kroll? Er ist nicht da. Also interessiert es mich auch nicht. Wenn der nicht will. Ich will ihn ja nicht zu meinem Glück nötigen, dass er mein Geld kriegt. So, wir hatten irgendwas ganz am Anfang mit drei Baumsamen. Beliebige Baumfrüchte. Okay, das müssen unterschiedliche sein. Scheinbar. Weil wir haben... Eigentlich haben wir Mango, Pampelmuse und Mandel, ne? Zählt das nicht? Ah ne, Baum... Ist Mandel eine Baumfrucht? Ne, Baum erzeugt... Okay. Gut. Baumerzeugnis, nicht Baumfrucht. Okay. Eine Mandel ist ja auch nicht wirklich eine Frucht, aber kann ich ja nicht wissen, dass das Spiel das nicht weiß. Oder weiß. Oder was auch immer. Okay, heute Abend mit Mana reden. Ja. Kriege ich denn zu hören, wer von den anderen Händler ist? Auf jeden Fall Mogrania. Aber nicht wirklich, glaube ich. Das müssen wir eher herausfinden, aber es ist doch keiner bei uns in der Nähe. Müssen wir warten, bis es dunkel ist. Ist ja was, ich gehe derzeit Zinsam. Ah ne, ich habe gar keine Energie. Naja, ja. Ich gehe in der Zeit planlos sein, nicht wissen, mit mir anzufangen. Bis unsere Mana Zeit für uns hat. Weil wir haben keine Energie mehr. Haben wir ein paar Kokosnüsse? Rein tue Zufall. Kokosnüsse kommen im Sommer, oder? Keine Ahnung. Ich verdüdel die Zeit, bis abends wird. Bist du ein Händler? Das Gefühl, dass ich von dir was zu essen bekomme. Hast du Knochen von Tieren? Bedankt sich zumindest dafür. Ist ja den wir aus einem anderen Clan heiraten können. Ja, das ist ja alles schön und gut. Das ist ja alles schön und gut. Aber wann wird's abends? Ich will die Chance jetzt auch nicht verdödeln. Also müssen wir hier noch so ein bisschen durchziehen. Kroll! Kroll, 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 Kroll. Hör mal, hör mal, hör mal. Nee, es ist auf Maximalstufe. Okay, größer wird das nicht. Sehr schön. Was könnten wir denn noch machen? Wie sieht es denn aus, wenn es dunkel wird?
Riesen. So halbherzig, es kommt nicht. Mana, ist es schon dunkel genug für dich? Ah, dass die Frau sich so lange fertig machen muss, weißt du? Bestimmt noch hier Schminke aufsetzen und da die Haare nochmal durchbürsten und hier und das und oh, dieses Top passt nicht zu dem und das und bleh. Gib's doch zu, das ist so. Das ist so bei Frauen. Wenn ich noch gar nicht mit euch geredet, dann war ich auch noch nicht bei euch. Kammhuhn scheint Flöhe zu haben. Jetzt. Okay, ich brauche was gegen Flöhe. Warte, ich guck gleich. Die Mittel gegen Flöhe haben wir genügend. Lavendel müsste das eigentlich sein, ne? Das geht auch. Zitronella geht auch. Also mache ich dir was gegen Flöhe. Bitte sehr. Wir haben es doch. Wir haben es doch. Komm, wo bist du jetzt? Hm? Oh, ich habe die Medizin abge... Oh, Entschuldigung. Ich habe die Medizin abgelegt und... Ja, okay. Entschuldigung. Mein Gott, die sehen nun mal gleich aus. That's not my fault. Hier, bitte. Schön, dass es dir besser geht. So, Mana, ist es dunkel? Ihr habt Zeit. Ich vermute mal, sie hängt da rum, wo sie immer rumhängt. Saban, Mann, ich habe ein Date. Mana? Warum ist sie denn unten? Oh, die ist nie unten. Die ist immer... Da. Mana? Mana, hier sind überall Sachen. Mana, kann ich die von deinen Freunden wegzehren und... Ne? Ich würde gerne dir etwas zeigen. Willst du gleich mitkommen? Ja, klar. Jetzt, wo wir eine richtige Verabredung haben, wollte ich etwas noch Besseres machen als unser gemeinsames Essen im Wald. Etwas Glamouröseres. Guck mal, wie rollig sie aussieht. Etwas Romantischeres. Ich habe mich umgehört und fast alle haben gesagt, der Strand sei der beste Ort. Und deshalb sind wir in der Kälte, weil ich unbedingt anders sein musste. Außerdem habe ich es geschafft, unsere Decke fallen zu lassen. Das ist die perfekte Frau. Aber die Aussicht ist fantastisch. Es ist tollpatschig, will anders sein. Genauso muss es sein. Du siehst aus, als wäre dir kalt. Wieso? Entschuldigung, der wird nicht größer. Wow. Bitter. Wow. Wow. Das war ein harter Diss. Entschuldige bitte. Wir sind in der Steinzeit. Da ist es nun mal. Sieht das Ding halt ein bisschen kleiner aus. Das liegt nicht an der Kälte. Frech. Ich helfe dir, dich warm zu halten. Bitte was? Na, ich hoffe, die Kälte verdirbt dir nicht die Nacht. Es ist Sommer, ich weiß nicht, was kalt sein soll. Ich wollte dich mit einer atemberaubenden Aussicht beeindrucken. Dann würden wir davor stehen und uns küssen? Entspann dich, ist eine tolle Nacht. Küssen klingt nach einem tollen Plan. Ich will dich nicht küssen. Oh nein, das ist ja fies. Küssen klingt nach einem tollen Plan. Oh, mein Herz klopft so schnell. Sterbe ich? Wenn ich hier sterben sollte, erzähl bitte allen, dass ich etwas super Tolles gemacht habe. Einen Löwen bekämpft oder ein Eichhörnchen davor bewahrt, von einer Klippe zu stürzen oder so. Ja. Also, ich habe uns ein paar leckere Sachen gemacht. Keine Sorge, ich habe sie schon gekostet. Sie sind wirklich gut. War das eine Sternschnuppe? Das war so wunderschön.
Ja, wir knutschen. Mensch, nehmt euch ein Zimmer. Ja. Wir sind voll das Pärchen. Das war's, bin ich abgeschrieben. Ausgezeichnetes Wetter und warme Nächte. Was kann man im Sommer nicht lieben? Bin ich küssen? Komm her, du. Ah, schön. Wir knutschen jetzt nur noch. Ausgezeichnet, ja, okay. Cool, wir können jetzt knutschen. Das ist wunderschön. Es treibt mir die Tränen in die Augen. Schön, schön. So ein romantisches Date. In der Kälte. Sie hat die Decke fallen gelassen. Sie denkt, sie stirbt. Sie beleidigt mich, dass das Ding zu klein ist. Bestes Date ever. Na gut, dann gehe ich jetzt aber ins Bett und wir machen die Aufnahmepause. Ich muss mich erstmal von dieser ganzen Romantik erholen. Ich muss jetzt irgendetwas Männliches machen. Keine Ahnung, einen Braunbären verprügeln oder irgendwas, was Männer halt so machen. Keine Ahnung. Ich gehe jetzt einen Braunbären verprügeln und danach gucke ich mit ihm Fußball und wir trinken Bier oder irgendwie so. Keine Ahnung, werden wir sehen. Deswegen verabschiede ich mich jetzt. Ich gehe schlafen. Mein Auge juckt. Vielleicht ist das auch einfach nur eine Träne. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao. Tschüss.